Willkommen zurück zu Risen 2 mit mir, Shane und ja, ich hoffe jetzt bald den Piraten. Ich denke, wir sind hier direkt in der Nähe der Piraten. Ich schaue nochmal auf die Karte. Ja, ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen, denn die Insel ist doch nicht so riesig. Also das müssen dann doch wohl unsere Piratenfreunde sein. Ja, diese komischen Krallenaffen, da lasse ich mal zurück und was auch immer da hinten ist. Ja, spazieren wir doch mal direkt zu den Piraten rein. Hey du, wo willst du hin? Ich suche das Piratennest. Moment, du kommst doch aus Puerto Sacarico. Genau. Gehörst du etwa zur Inquisition? Nicht mehr. Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So, so. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Ja, woher weißt du das? Also zuerst mal sehe ich ja ziemlich authentisch aus und gibt's bei euch nichts zu spionieren? Ich bin Abenteurer. Naja, sagen wir mal, bei euch gibt's doch gar nichts zu spionieren. Bei euch gibt's doch gar nichts zu spionieren. Ha, natürlich. Und was? Na, wie viele wir sind zum Beispiel. Ach, es gibt nichts, das mich weniger interessiert. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Genau. Stahlbart hat viele Töchter. Oh nein, ich werde doch jetzt wohl nicht Patty holen müssen, oder? Glaubst du, Patty würde sich mit einem Spion einlassen? Na, das klingt doch ganz gut. Glaubst du, Patty würde sich mit einem Spion einlassen? Willst du jetzt mit mir über Frauen quatschen? Ach, herrje. Einschüchterung, Silberzunge, das wird doch alles nicht funktionieren. Ich kann es ja trotzdem versuchen. Ach nein, das wird ja nicht reichen. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, genau. Einschüchtern macht das Tor auf, oder? Das ist auch eine schlechte Idee. Du musst mir wohl einfach vertrauen. Genau. Nein, muss ich nicht. Verschwinde. Oh nein, ey. Jetzt muss ich Patty holen. Das gibt's doch nicht. Ich schlag mich hier durch. Muss erstmal schön zurück zu Patty. Vielleicht kann ich mich hier mal kurz ablegen, bis die dunkle, gefährliche Nacht vorbei ist. Kann ich ihm jetzt hier einfach das Hühnchen wegnehmen oder legt er mich dann um? Oh Gott. Proviant zubereiten. Okay. Dann bereite ich mal etwas Proviant zu am Feuer. Roh ist Geflügel. Habe ich heute Lust auf Geflügel oder auf Fleisch? Machen wir mal Fleisch. Drei Stück. Ich hoffe, die vergammeln irgendwie nicht. Das wäre natürlich schlecht. Bereiten wir mal zu. Dreimal Proviant erhalten. Dann machen wir doch das Geflügel auch gleich mit. Jawohl. Schön. Kann ich dem jetzt das Hühnchen klauen oder erlegt er mich dann? Was ist denn, wenn ich da hinten an die Kiste dran gehe? Darf ich das? Er schaut mich schon so komisch an. Ich mach's trotzdem. Proviant und Gold nehme ich mit. Ah, er trinkt sein Bierchen. Alles ist easy. Ja, so ein Bierchen könnte ich aber eigentlich auch vertragen. Oh nein, ins Feuer reinlaufen. Schlechte Idee. Hühnchen. Fleisch. Vino. Grog. Ich kann ja alles schön mitnehmen. Naja, so viel Vertrauen hat er jedenfalls zu mir. Okay, also zu Patty zurück. Mein Gott. Oder ist das eine schlechte Idee, hier durch die Dunkelheit zu rennen? Wir werden es ja gleich erfahren. Ta-ta-da. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht wieder und werde von irgendeinem Ekelvieh einfach mal umgelegt und aufgefressen. Dann liege ich wieder ruckzuck auf dem Ohr. So. Zack, zack, zack. Was haben wir denn hier? Schädelblüte mitnehmen. Ach, jetzt muss ich die Patty vom Schiff holen. Naja, die wird sich freuen. Hätte ich eigentlich auch mal vorher dran denken können. Ah, die wollte ja mit ihrem Vater sprechen und ihm noch den Schatz eben abluchsen. Hätte mir klar sein müssen. Äffchen.
Aber die Äffchen will ich nicht angreifen. Die sind putzig. Ta-da. Ist eigentlich nett, wie es hier so langsam dunkel wird. Was haben wir denn hier? Ach ja, da bin ich ja rausgekommen. Das ist ja der Weg durch den Pass durch. Und die Kiste, die ich schon mal geplündert habe, ja, die ist auch leer. Und auch keine neuen Poco-Pilze da. Was haben wir denn hier? Erz. Ich brauche eine Spitzhacke. Tja, ich brauche eine Spitzhacke. Aber die Spitzhacke besorge ich mir auch noch. Ah, schwarzer Oleander. Auch mal mitnehmen. Pulvermohn. Ja, hi. Hast du irgendwas, Vasco? Pass gut auf da draußen. Alles klar. Pass ich auf. Ach, das ist schade, dass ich die Patty jetzt nicht mal so einfach anrufen kann. Das wäre schön, einfach mal zack, Handy raus. Oder wenigstens eine Dose mit einem Seil dran oder so. Da, da, da. Leg ich mich jetzt nochmal schnell aufs Ohr, bevor es weitergeht. Naja, ich gehe erstmal zu Patty. Wer ist denn hier jetzt dazu? Ach, Pedro am Futtern, Mami. Ja, dir kann ich auch noch nicht weiterhelfen. Ich habe ja noch keinen Brief überbracht an die Piraten. Denn die lassen mich ja nicht rein. So, ich hoffe jetzt, dass Patty nicht schon auf dem Ohr liegt. Oh, was war das denn? Ein kleines Nachladephänomen. Ist das schön hier. Gibt es denn inzwischen irgendwas anderes zu futtern? Immer noch diese Ekelsuppe da. Patty, du bist ja noch fit. Die Sache mit der Küche, also da werde ich ihr wohl nicht weiterhelfen können. Komm mit, ich habe noch Grog übrig. Genau, ich gebe ihr noch ein bisschen Grog rüber. Ich habe noch Grog übrig. Hier, nimm eine Flasche. Hier, nimm eine Flasche. Gut. So, habe ich hier noch mehr Flaschen? Ach so, ich habe ja noch eine zweite eingesammelt. Nimm eine Flasche. Okay. Habe ich etwa noch eine? Hier, nimm eine Flasche. Gut. Okay, das hätten wir. Und jetzt komm mit, Pettylein, zu den Piraten. Komm mit. Kein Problem. So, ja, ich würde sagen, egal. Obwohl es dunkel ist, dann pennen wir eben bei den Piraten. Wir laufen jetzt durch. Ach, das ist richtig lauschig hier. Die schönen Fackeln. Richtig schön gemacht hier. Tolle Entwicklerarbeit. Sehr schön. Ja, bist du immer noch so mies gelaunt? Wachtposten. Mach hier keinen Ärger. Ja, na klar. Der Mann mit der spitzen Frisur. Mit der Frisur wäre ich aber auch übel drauf. So, Patty, bleibst du auch dran? Ja. So, weiter. Oh Gott, es wird immer düsterer. Wir laufen trotzdem weiter durch die Nacht. Sei denn, es gibt hier irgendwelche speziellen Viecher, die nur nachts unterwegs sind. Tja, wieder zurück. Am Türmchen von Vasco. Naja, ich frag dich lieber nicht nochmal.
durch die Höhle durch. Ah, immer noch da, Patty? Ja, alles klar. Ja, es ist etwas Laufarbeit in diesem Spiel. Nicht ganz so spannend, aber notwendig, absolut notwendig. Außerdem hält das ja auch fit. Oh Mann, jetzt wird es aber wirklich dunkel hier. Die Äffchen sind immer noch da. Worauf warten die Äffchen eigentlich? Komm schon, Patty. Mann, oh Mann. Jetzt wird es aber so dunkel, dass man bald nicht mehr die Hand vor Augen sieht. Oh, oh. Komm, komm, komm. Aber wenn ich die Patty dabei habe, dann kann er mir ja im Prinzip nur glauben. Oh, was eine schöne Nacht. Wenn er mir jetzt nicht glaubt, dann weiß ich auch nicht mehr. Wo ist denn der? Jetzt ist er etwa verschwunden. Ach, der steht am Feuer. Komm, dann gehen wir zu ihm schön ans warme Feuerchen dran. Ist der, wahrscheinlich ist er jetzt voll oder so und lässt uns nicht rein. Ja. Wie, das war's? Du lässt mich nicht rein? Genau. Also mach, dass du wegkommst und lass mich die Stellung halten. Verarschst du mich jetzt? Hallo? Ich halte die Stellung. Er hält die Stellung. Okay. Nein, warte, hier wollen wir nicht. Patty, wie mache ich mich denn? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Doch. Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Okay. Wie machen wir das denn jetzt mit ihm hier? Ich meine, Patty steht da, was kann ich da großartig anderes zu sagen? Momentchen, dann versuchen wir es mal anders. Talente, Crew. Was haben wir denn hier? Sammlung, Fähigkeiten, Attribute, ist klar. Ja, was machen wir denn nun? Am sinnvollsten. Na gut. Okay, bevor ich jetzt hier weiter versuche, irgendwie zu den Piraten reinzukommen, beziehungsweise Patty nochmal verwenden werde, um da reinzukommen, würde ich sagen, wir machen hier noch einen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald!